Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Balea-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und solltest du mich noch nicht abonniert haben, vergiss das nicht. Mach das sehr, sehr gerne. Ich würde mich mega drüber freuen, wenn du Teil der Crew werden würdest. Auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place stellt jetzt gerade dieses Schätzelein vor. Schaut gerne bei ihr für eine zweite Meinung vorbei. Ich habe den bei DM für 16,95 bestellt und ja, hier ist er. Hier ist hauptsächlich Pflege drin. Das Design finde ich schön. Also da, ne, man vergleicht ja immer Balea und Isana und da ist Balea definitiv schon mal ganz vorne mit dabei. Ich finde es richtig schön, wie wir hier dieses Tannenbäumchen drauf haben, diese ganzen Tiere und dieses gemütliche Design und natürlich diesen rosa-pinken Hintergrund. Ich lieb's. Von innen ist der Adventskalender übrigens auch aus Pappe, dementsprechend super zum Recyceln. Und wir starten mit einem Handpeeling, interessant, am 1. Dezember. Ja, und It's Beginning to Look a Lot Like Christmas macht direkt einen Ohrwurm bei uns, ne? 20 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ein Handpeeling verwende ich total gerne, nachdem ich so, ja, meine Fingernägel ablackiert habe oder wenn ich meine Nagelfolien abgemacht habe, um da halt nochmal die letzten Reste zu entfernen und auch um so ein bisschen die Nägel so ein bisschen zu pflegen und die Nagelhaut, ne? Ja. Ob wir bei dem Balea Adventskalender auch nur diese kleinen Mini-Dinger drin haben? Ich hoffe nicht. Oh, das finde ich cool. Wir haben am 2. Dezember ein Intensivserum drin. Ja, es sind nur 10 Milliliter, aber eine Originalgröße davon wären ja 30 Milliliter. Also ist das tatsächlich richtig cool. Hier haben wir Hyaluronsäure und Glycerin mit am Start. Also wirklich so ein richtiges Basic-Serum, was jede Haut gut verwenden und vertragen wird. Da muss man halt vielleicht bei sensibler Haut ein bisschen aufpassen mit den Duftstoffen. Aber ansonsten richtig cool. Und wir haben auch hier auf den Verpackungen ein richtig schönes Design. Also bislang gucken wir mal weiter, aber gefällt er mir schon mal sehr gut. Und selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Wir haben hier ein Shampoo für wintergestresstes, splissanfälliges Haar. Das haben wir jedes Jahr mit drin. Aber Leute, der Balea Adventskalender erfreut uns auch mit 50 Milliliter Größen, was ich richtig toll finde, ne? Ja, ich blende euch die Preise ein. Wundert euch nicht. Ich versuche immer auch so ein bisschen Referenzprodukte im Onlineshop zu finden. Finde ich nicht immer. Manchmal sind dann die Werte nicht ganz so riesenhoch. Haben wir, glaube ich, ja, jedes Jahr für dieses splissanfällige, winterfälliges Haar, genau. Und ja, finde ich gut. Es ist auch ein Shampoo, was meine Haare ganz gerne mögen. Hat eher so einen leicht beerigen Duft, würde ich sagen. Hier haben wir die Nummer 4. Das finde ich richtig cool. Mit winterlich süßem Duft und Mandelöl haben wir hier eine Bodylotion. Auch hier 50 Milliliter drin enthalten. Und diese Verpackungen sind ja wirklich traumhaft. Also wirklich. Also wirklich. Komm, die probieren wir mal ein bisschen aus. Jetzt hier auf dem Handrücken, dass ich einfach mal den Duft auch so ein bisschen für euch schnuppern kann, ne? Was so der Adventskalender-Duft ist. Es geht. Also es ist eher dezent. Es ist nicht so schokoladig oder, ne, ist mich aufduft. Ist einfach angenehm, würde ich sagen. Also, ja, sogar leicht blumig. Schön. Am 5. Dezember haben wir ein Duschgel mit Aquacell Soft Feuchtigkeitsformel mit sinnlichem Duft nach Kirschen. 50 Milliliter sind hier drin. Das freut mich. Das freut mich doch richtig. Ich meine, von Isana hatte ich mal diesen Kirschduft als Duschgel mir bestellt. Ganz leicht, aber schön. Ich glaube, das freut viele. Nikolaus, der 6. Dezember darf definitiv auch ein bisschen was Ausgefallenes sein. Und hier haben wir bedruckte Augenpads drin, das finde ich toll. Mit Hyaluron und Glycerin, auch hier relativ basic, ne? So schaut das aus. Und ich bin mal gespannt. Es werden, wenn das die bedruckten sind, auch diese Fließpads sein, denke ich mal, oder? Nee, das sind diese ganz, 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 ganz dünnen. Finde ich aber auch gut. Also mit denen komme ich sehr gut klar. Wenn die halt diese dicken haben, die halten bei mir nicht so gut. Aber ich glaube, die können echt was werden. Ja, das ist ein Klassiker, ne? Das Waschgel mit 20 Millilitern haben wir hier am 7. Dezember drin enthalten. Also die Gesichtsreinigung sollte tatsächlich immer der erste Step sein. Hier ist ein Haar von unserer Gesichtspflege. Also erst eine Gesichtsreinigung und dann alles andere. Finde ich gut. Und hier dieses süße Design, das macht einfach Freude, ne? Wenn man den jetzt so auspackt und die einzelnen Produkte sieht. Da sieht man auch, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Nicht nur, weil sich das reimt, sondern auch, weil mein Hund Sammy da Geburtstag hat. Hier haben wir die Pflegespülung für wintergestresstes, splissanfälliges Haar. Ja, so ein bisschen, ne? 20 Milliliter Geschichten haben wir hier drin. Also das ist halt so, mal sind es 20, mal sind es 50.
Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Klassiker freuen. Das ist eine Handcreme mit Shea-Butter und da haben wir 20 Milliliter drin enthalten. Sowas ist einfach sehr, 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 sehr praktisch für die Handtasche, weil da brauche ich jetzt keine riesengroßen Geschichten. Und richtig süß auch mit dem Häschen und so. Also ist schon schön gemacht. Ne? Die wird jetzt auch nicht so einen krass winterlichen Duft haben, sondern einfach eine ordentliche Pflege geben. Zieht schnell ein und fettet nicht. Sowas finde ich immer sehr sympathisch. Oh, in der Nummer 10 darf es mit einer Gesichtsmaske weitergehen mit Vitamin E und Panthenol. Sowas haben wir auch im Standardsortiment. Das sind jetzt natürlich dann dadurch, dass wir sehr, sehr viel Pflege hier drin haben, jetzt bin ich schon mit einem Fazit, ne? Wahrscheinlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her nicht so hochpreisige Produkte, aber bislang ist es mir einfach das mehr wert, mir diesen Adventskalender zu holen, einfach weil hier auf Design geachtet wird, weil hier verschiedene Produkte aus dem Pflegesortiment und so weiter drin sind und irgendwie auch teilweise größere Größen, auch ein bisschen mal was anderes wie so ein Serum und so. Deswegen, also der macht mir schon deutlich mehr Spaß, man merkt es kaum, ne? Ja, auch, dass wir hier zum Beispiel am 11. Dezember eine Augencreme drin haben mit Vitamin E, ne? Das kann auch jeder gut gebrauchen, egal welches Alter, egal welcher Hauttyp, 10 Milliliter sind hier drin. Das finde ich gut, weil Balea hat sich jetzt ja auch im letzten Jahr ziemlich verändert. Die haben auch sehr viele Wirkstoffkosmetik, sehr viel Gesichts-, also Skincare, Gesichtspflege auch mit so im Sortiment, ne? Dann macht es nur Sinn, sowas auch im Adventskalender zu zeigen. Und ja, ich glaube, so eine 10 Milliliter Augencreme, das ist, also da hast du auch schon ein bisschen länger was dran, ne? Weil 15 Milliliter wäre ja die reguläre Größe. In den Kläppchen stehen übrigens auch immer Sprüche drin, die sind aber auf Englisch und die lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Da könnt ihr euch selber überraschen lassen, wenn ihr den Adventskalender öffnet oder Nicole liest es vor, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier zur Halbzeit eine Fußcreme mit süßem Duft nach Vanille, 20 Milliliter sind hier drin. Also ich finde es toll, wenn ich eine Fußcreme verwenden kann, die jetzt nicht unbedingt nach Fuß riecht, um das mal so zu sagen, sondern auch mal einen etwas anderen Duft mit dabei hat. Ja, auch das, ne? Am 13. Dezember haben wir hier eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 15, ist viel zu wenig, aber besser haben als brauchen, Arganöl und Vitamin E, 20 Milliliter haben wir hier drin. So kann man auf jeden Fall mal gucken, ob man die Formulierung von Balea mag, ob man das auch so verträgt, ne? Und wie gesagt, altersunabhängig, hauttypenunabhängig, mega. Am 14. Dezember gibt es wieder eine Cremedusche. Wieder? Wir hatten ein Duschgel, genau. Und hier haben wir jetzt mit süßem Duft nach Vanille und Erdbeeren. Ich mag's. Und auch mit diesem Aqua Cell Soft Feuchtigkeitsformel Inhaltsstoff, ne? 50 Milliliter sind hier drin. Guckt euch mal, wie wunderschön diese Umverpackung ist an. Oh Mann, ey, ich mag diesen Igel sehr. Das ist schon süß, ne? Riech ich mal. Die riecht ein bisschen derber parfümiert als jetzt die mit der Kirsche. Wirklich nach so gezuckerten Erdbeeren, das mag ich ja. Och, wie süß, ja. Wir haben am 15. Dezember einen Lippenpflegestift drin. Und zwar hat der, was für einen Duft, weiß ich nicht. Hier sind einfach Sternchen drauf. Hat der einen Duft? Also ich zeige euch erstmal die Umverpackung. Das sitzt auf dem Kopf, ne? Schön. Da sehen wir so ein kleines Herzchen am Deckel und so ein paar Sternchen, ne? Da hat jemand sich auch wirklich Mühe gegeben. Und der riecht einfach leicht süßlich, würde ich sagen, ja. Das ist auch mal sehr speziell, würde ich sagen. Am 16. Dezember gibt es ein Haarspitzenfluid für wintergestresstes, splissanfälliges Haar. Das passt dann auch in die Haarpflegeserie. 20 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ja, damit kann man halt die komplette Winterreihe von Balea testen. Teilweise bringen die solche Sachen ja auch im Winter dann einfach im Standardsortiment, ne? Finde ich immer ganz cool, als Saisonartikel quasi. Ach, guck mal, baden dürfen wir auch. Am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, sollte man gegebenenfalls auch nochmal zusehen, dass man sich ein bisschen Schönes gönnt. Ein Schaumbad mit sinnlichem Duft, dieses sinnlich finde ich so süß, nach Mandel und Vanille, 50 Milliliter sind hier drin. Also hier kriegt man auf jeden Fall gut ein Schaumbad zusammen, ne? Und wenn man ganz sparsam sein möchte, kann man sich das sogar auf zwei Anwendungen aufteilen. Aber wie cool, ne? Also wir haben auch mittlerweile eine Badewanne, deswegen freue ich mich über Badeprodukte in Adventskalender mittlerweile auch. Man munkelt, ich hätte den Lasch-Adventskalender bestellt. Freut euch drauf. Nicole übrigens auch. Wir haben uns unterschiedlich entschieden, dass ihr beide sehen könnt. Riecht wirklich angenehm. Ach, ah, abgefahren. Hier haben wir den Liquid Hydrator drin mit Hyaluronsäure, Glycerin, ohne Parfüm und ohne Alkohol. 20 Milliliter sind hier drin. Ich glaube, den habe ich aktuell in Anwendung. Ist das nicht dieser Milky Toner dann quasi? Ich glaube schon, ne? Dahingehend werde ich euch mal den Preis dann auch einblenden. Richtig tolles Produkt, verwende ich abends aktuell, weil der mir tagsüber vielleicht ein bisschen zu reichhaltig ist. Ja, morgens und abends auch das gereinigte Gesicht auf Hals, Gesicht und Dekolleté auftragen, Augenbereich aussparen. Mega cool! Also halt auch so ein recht neues Produkt in den Adventskalender zu packen, ne? Weil die planen ja auch immer super weit im Voraus. Ich find's geil. Habe ich schon gesagt, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Jetzt haben wir schon den 19. Dezember. Hier haben wir eine Bodybutter drin mit weihnachtlichem Duft nach Haselnuss und Karamell. Das ist vielleicht nicht ganz so mein Vibe, ne? 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Hier glaube ich wirklich, dass es mir dann zu
zu sehr nach Weihnachtsmarkt auf mir drauf riechen könnte. Muss ich an mir selber riechen, muss ich ehrlich sagen. Aber wie diese Designs, klar, manche wiederholen sich dann so ab und an mal, ne? Das hier hatten wir auch schon auf dem Shampoo drauf, aber trotzdem, das ist süß. Ja, am 20. Dezember haben wir jetzt auch wieder eine 20ml-Tube drin. Wie passend, herzlich willkommen im 20er-Bereich. Eine Nachtcreme mit Aloe Vera, Glycerin und Vitamin E. Auch das ist so ein richtiger Klassiker. Vitamin E ist so das Schönheitsvitamin, was den Zellstoffwechsel auch so ein bisschen ankurbelt. Aloe Vera ist beruhigend und kühlt auch ein bisschen. Im Winter vielleicht nicht ganz so passend, jetzt im Sommer mega. Und Glycerin ist feuchtigkeitsbindend, ne? Mega, mega nice. Gutes Produkt. Freue ich mich drüber. Ach, guck mal, am 21. Dezember machen wir jetzt auch unsere Haarpflegereihe komplett, denn hier haben wir auch die Haarmaske für wintergestresstes, splissanfälliges Haar mit 20ml drin. Das finde ich auch super. Ich habe die jetzt auch aus den letzten Jahren immer mal wieder auch verwendet. Die sind nicht so bombastisch oder so, ne? Aber die sind schon gut. Also ja, wenn man sowieso regelmäßig eine Haarmaske anwendet und das dann halt quasi für zwei Anwendungen, kann man sich das safe übrigens aufteilen, ne? Also auch mit so sehr, sehr langen Haaren geht das gar kein Problem. Machst ja eh nur in Längen und Spitzen rein. Das ist schon gut. Und 2 bis 3 Minuten muss es nur einwirken lassen. Und das hier ist halt auch eine Art von der Haarmaske. Das ist halt von der Verpackung her so. Du kannst es dir dann ja theoretisch so runterfusseln. Und dann klappst du das um, machst dir einen Bobbypin drauf und dann ist es kein Problem, dass du es dann eine Woche oder ein paar Tage später nochmal verwenden kannst. Ne? Oh, die zweite Schnapszahl, die letzte Schnapszahl. Die Aromadusche mit frischem Duft nach Orange und Pfingstrose mit 50ml dürfen wir hier drin finden. Diesen Aufdruck mag ich sehr, sehr gerne mit dem Kaminfeuer. Ne? Das ist so richtig muckelig und ja, freue ich mich drüber. Orangenduft ist nicht ganz so mein Vibe, aber ich weiß, viele feiern das. Ja, es riecht schon sehr zitrisch, ne? Aber du hast halt auch diesen blumigen Aspekt mit dabei. Guck mal, am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, haben wir hier einen Glow Toner drin. Ein chemisches Peeling mit 4% AHA und Aloe Vera. Hier sind 20ml drin enthalten. Meine Empfehlung, verwende das nicht am 23. Dezember, haltet das noch ein bisschen zurück, weil ich glaube, an Heiligabend wollen wir alle wie aus dem Ei gepellt aussehen. Und wenn du noch nie Erfahrung mit AHA hattest, könnte das ein bisschen krass werden, wobei das recht dezent formuliert ist. Ne? Würde ich euch empfehlen, dann einfach mal irgendwann an einer unauffälligen Stelle zu testen, ob eure Haut das so verträgt. Und ich würde auch immer empfehlen, das runterzuwaschen. Hier steht auch tatsächlich drauf, dass man das nicht auf geschädigte Haut anwenden soll und halt nicht direkt bei Sonneneinstrahlung, das heißt nicht morgens, sondern abends. Und ja, genau, am besten morgens dann natürlich schön einen Sonnenschutz tragen. Genau, also ich würde es erstmal vorsichtig, ne, eine Minute einwirken lassen, abspülen, Haut beobachten, dann nochmal ein paar Tage später. Kannst es vielleicht auch steigern, je nachdem, wie deine Haut das verträgt. Aber gib nicht direkt Kabittjes, pass auf. Und hier habe ich nun das Highlight des Adventskalenders in meinen Händen, die Nummer 24. Wie süß ist das denn? Auch super für die Handtasche geeignet. So sieht das Design einmal aus. Ne? Da haben wir auch schön Balea draufstehen, die Sternchen und so ein wunderschönes Hellbeere-Tönchen. Dann haben wir hier einen Spiegel drin. Aber es ist nicht nur ein Handspiegel, sondern es ist auch eine kleine Taschenbürste. Das finde ich wirklich praktisch. Das ist ein richtig, richtig gutes Kläppchen 24, oder? Was meint ihr? Gelungen. Und wenn ich mir jetzt so angucke, was auf dem Tisch steht, gehe ich davon aus, dass wir hier keinen exorbitant krassen Warenwert haben. Wir werden vielleicht mit Ach und Krach das erreichen, was wir dafür bezahlt haben. Aber wir haben während der Adventszeit einfach die Erfahrung, jeden Tag einfach ein schönes Klöppchen öffnen zu können, ein cooles Produkt rausnehmen zu können, eine abwechslungsreiche, ja, Sammlung nachher auf dem Tisch stehen zu haben oder bei uns im Badezimmer. Wir haben dieses wunderschöne Design. Wir haben echt tolle Produkte drin. Das Highlight in der 24, mittendrin halt auch diese schöne Lippenpflege, was für mich persönlich halt auch was Besonderes ist. Ne? Also ich finde, dass der einfach sehr, sehr gut gemacht ist und dass man den sich definitiv angucken kann. Hier hat Balea auf jeden Fall einen Adventskalender rausgebracht, der die Konsumenten, die Kunden uns glücklich machen kann. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Ich finde auch hier die Duftvielfalt super schön, was die Duschen angeht. Ne? Das ist halt auch ein bisschen was anderes als bei Isana zum Beispiel. Und ja, mir hat es gefallen, den auszupacken. Und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.